Die Soul Brothers suchen eine Aushilfe für die Soulbox. Und wenn man jetzt mal von diesen ganzen Al Bundy-Geschichten absieht, dann ist Schuhverkäufer ein echter Traumjob. Ihr müsst es mal so sehen. Ihr habt immer die neuesten Modelle am Start. Ihr könnt euch selbst so viel Prozente geben, wie ihr wollt. Und deshalb mache ich heute Nachmittag ein kleines Praktikum in der Soulbox. Mal sehen, vielleicht bin ich ja der Richtige und ihr seid einfach mit dabei. Ins Lager. Okay. Geh ich halt ins Lager. Hey, Hitman. Wir haben drei Regeln bei Soulbox. Erste Regel: kein Wort über die Soulbox. Zweite Regel: kein Wort über die Soulbox. Und dritte Regel: alle neuen dürfen putzen. Viel Spaß. Na, danke. Dann mal Klo putzen. Hände waschen nicht vergessen. Ich wäre dann fertig mit dem Klo. Sauber. Wie? Jetzt schon, ja? Jetzt schon, ja? Das ist ja Hammer. Was kann ich jetzt irgendwas Cooles machen? Ja, nach Hause gehen. Ach, komm schon, Mann. Lass mich doch, weiß nicht, kann ich den Laden aufschließen? Du weißt, dass wir jetzt schon fast wieder zumachen, so lange wie du gebraucht hast. Kann ich mal die Schuhe anprobieren? Willst du jetzt hier als Kunde auftreten oder als Praktikant? Dann darf ich wenigstens mal Kasse machen? Ja, Kasse. Ja. No, komm, logisch, komm, nimm die Kasse. Cool. Nein, hallo. Hallo. Ja, okay, dann sag mir, was ich machen kann. Seit wann macht ein Praktikant eine Kasse? Ja, dann sag mir, was ich machen kann. Die Fliege da oben klar machen. Ja. Fangen Sie doch. Human einfangen, bitte. Okay. Kriegt er doch eh nicht hin. Ich glaube nicht, dass er das hinkriegt. Wow. Nicht schlecht. Oder? Ja. Simon-san. Zu viel Karate-Kid geguckt, oder? Nicht schlecht. Hi, Mr. Miyagi. Ich denke, zur Belohnung darfst du heute das Licht ausmachen. Ja? Ja. Das ist aber cool. Oder? Gut. Ja. Und sonst noch irgendwas, weil noch muss ich das Licht eigentlich ausmachen. Boden putzen? Ja. Geile Idee, oder? Ich hole einen Wischmopp. Wir haben Wischmopp? Wir haben noch ein paar Zahnbürsten lieber. Oh, wenn, dann muss das Ding schon sauber werden. Okay. Zwei reichen dir. Wenn du nochmal Nachschlag brauchst, sagst du Bescheid. Muss ich dann aber wahrscheinlich auch von meinem Praktikantenlohn zahlen, oder? Was für ein Praktikantenlohn? Na dann, frohes Schaffen. Private Paula, kurze Frage. Ja. Kannst du mal diese Kisten da wegkommen oder wolltest du jetzt nur... ein bisschen ich was. Ich wollte jetzt da anfangen, Chef. Okay. Ja, pack die mal da zur Seite. Danke, Chef. Wird schon, du machst es schon. Willst du auch mal was werfen? Ja, gerne. Wollte ich schon immer machen. Das ist das schönste Praktikum meines Lebens. Und danke, weißt du, was das Beste ist? Es ist unbezahlt. Darf ich noch mal Wasser? Ich finde, du solltest jetzt mit der Feuchtigkeit weitermachen, die du da noch hast. Ja? Brauchst du gar nicht so gucken. Entschuldigung, Chef. Hallöchen. Hey, Mehmet. Ja? Kriegt man hier eigentlich Prozente? Hast du gerade gehört? Was denn? Der redet schon über Prozente. Hat der noch alle Tassen im Schrank? Tja, jetzt tut er auf alter Mann. Der Boden ist fertig. Na dann. Was ist denn vor der Tür eigentlich? Hast du da auch geputzt? Soll ich da putzen? Ich glaube, da hat eine Töle gerade irgendwie AA gemacht. Ich guck mal nach. Ein netter, lieber, kleiner, süßer Hund. Natürlich keine Töle. Nicht, dass mich jetzt hier irgendwelche Hundeliebhaber irgendwie angreifen wollen. Ich greife ja nur Menschen an. Ne? Nee, Chef, alles sauber. Ja. Habe ich ganz schnell gesehen. Ich weiß nicht, da liegen noch ein paar Kippen.
Da hinten ist eine Mülltonne. Ja, schön. Ah, es ist ein angenehmer Abend heute. Nicht tun, draußen sitzen. Ups. Hey, so, Chef, die Kippen sind weg. Was kann ich jetzt machen? Das Licht ausschalten. Jetzt haben wir Feierabend. Tschüss, Chef. Ciao. Ja, dann holen wir erstmal. Weißt du was? Das war der beste Tag meines Lebens. Wie geil war das denn?